Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen. Im Abschnitt Erkrankungen der Makula. Und es gibt einen einführenden Text, den ich vorlese. Erkrankungen der Makula. Viele alte Menschen sehen schlecht, ohne dass eine Brille dem abhelfen kann. Der häufigste Grund für diese eingeschränkte Sehfähigkeit ist die altersbedingte Makuladegeneration, in Klammern AMD, Klammer zu. Bei dieser Erkrankung ist die Netzhaut am Punkt des schärfsten Sehens der Makula geschädigt. Schäden an der Makula können aber auch bei jüngeren Personen auftreten, etwa infolge eines Makulaödems. Dieses kann beispielsweise auf der Stoffwechselerkrankung Diabetes beruhen oder auf einem Verschluss der Netzhautvenen. Erste Symptome sind zum Beispiel, dass es länger dauert, bis man sich in einem dunklen Raum orientieren kann oder dass Farben blasser erscheinen. Als charakteristisches Frühsymptom gilt, dass gerade Linien verbogen, wellenförmig oder anderweitig verformt erscheinen. Später verschwimmt das Zentrum des gesehenen Bildes und das Sehen verschlechtert sich so, dass die Betroffenen keine Gesichter mehr erkennen, nicht mehr lesen oder fernsehen können. Die Mitte des Bildes erscheint leer oder als grauer Fleck. Warum behandeln? Unbehandelt kann sich die Sehfähigkeit gegebenenfalls rasch verschlechtern. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Arzneimittel zur Behandlung der feuchten, altersbedingten Makuladegeneration sollen und können die Sehschärfe stabilisieren oder verbessern. Allerdings ist nicht ausreichend gesichert, ob die Betroffenen bei regelmäßiger Anwendung dieser Mittel ihre Alltagsaktivität besser bzw. länger ohne fremde Hilfe bewältigen können. Unklar ist auch, ob sich verhindern lässt, dass sie wegen ihres weitgehenden Sehverlustes pflegebedürftig werden. Darüber hinaus muss die Verträglichkeit der Mittel bei längerer Anwendungsdauer weiter untersucht werden. Lohnt sich die Behandlung dennoch? Im Vergleich zu einem Verzicht auf die Behandlung stabilisiert sich bei etwa einem Drittel der Behandelten die Sehschärfe und bei einem Sechstel kann sich die Sehschärfe sogar verbessern. Wie lässt sich vorbeugen? Um das Risiko einer AMD nicht zu vergrößern, sollten Sie nicht rauchen und den Blutdruck normal halten. Vor allem chronische Erkrankungen, die mit einem erhöhten Risiko für einen Verschluss der Netzhautvenen einhergehen, sollten ausreichend behandelt werden. Zu diesen Vorbeugemaßnahmen zählt eine gute medikamentöse Einstellung des Blutdrucks, des Blutzuckers, der Blutfette und des Augeninnendrucks. Sowohl das Auftreten von diabetesbedingten Makulaerkrankungen als auch ihr Fortschreiten lässt sich durch eine optimierte Diabetesbehandlung beeinflussen. Ferner wird empfohlen, bei hellem Licht eine Sonnenbrille mit UV-Filter zu tragen. Es wird vermutet, dass dieser Anteil des Lichts an der Entstehung einer AMD beteiligt ist. Menschen, die ihre Augenlinsen gegen Implantatlinsen austauschen lassen, wird deswegen zu Linsen mit UV- und Blaulichtfilter geraten. So,
Die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Es gibt drei Wirkstoffe. Alle sind rezeptpflichtig. Das ist Alfiberzept. Das ist grün geeignet. Ranibizumab gehört in die gleiche Wirkstoffgruppe. Das ist alles das gleiche. Die gleiche Wirkstoffgruppe. Das sind alles die gleichen Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen oder was weiß ich das. Ranizumab, das ist auch grün geeignet, und Pegabtanib ist gelb bewertet mit Einschränkung geeignet. So. Und das endet damit, dass diese drei Medikamente auf einmal oder drei Wirkstoffe auf einmal vorgestellt werden. Und danach kommt noch ein gelber Kasten. Das heißt, in dem Abschnitt gibt es noch zwei weitere Folgen. Dann bin ich für heute auch durch. Und danach kommt der sogenannte grüne Star. So, wenn man in dem Buch hier radiert, aufpassen, die Schrift geht weg. Deshalb muss man sich überlegen, wo man sich Notizen mit Bleistift macht, die wieder weg sollen. So. Dann.